vor ein paar Wochen hier war, war noch alles trocken und jetzt ist das Wasser eingekehrt. Dann sieht man mal, was dauerhafter Regen so alles machen kann. Das wird heute alles ein bisschen Freestyle. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Aber ich habe heute nur ganz kleines Gepäck bei, eine kleine Tasche, zwei Kameras, ein winziges Stativ und viel Lust und Laune, hier wieder in der sächsischen Schweiz unterwegs zu sein. Das ist einer der Tage, wo es mal nicht regnet. Sieht man vielleicht ein paar graue, dunkle Wolken, aber es soll nicht regnen. Bin gerade in der Nähe von Stadt Wehlen. Oh, hallo ihr Lieben, heute also in der sächsischen Schweiz wieder unterwegs. Ist ein bisschen windig. Wir sind, wie gesagt, in der Nähe von Stadt Wehlen, Rauchenstein. Ich glaube, das hieß Rauchenstein. Und wir haben jetzt bald 9.30 Uhr und ich habe die ganze Gegend für mich alleine. Das ist Wahnsinn. Ich bin jetzt am Mittwoch hier, weil eine Vorlesung bei uns auf der Uni ausfällt. Konnte ich es mir mal leisten, etwas früher hier zu sein. Früher. Mitten in der Woche hier zu sein. Und so weit, so gut. Ich bin überrascht. Nicht einer Menschenseele bisher begegnet. Das ist super. Übrigens gibt es hier eine Vermisstenmeldung. Aber ich halte ein bisschen die Augen offen. Aber ich hoffe einfach mal, dass da schon was gefunden wurde. Naja, gut, dann geht's mal gleich weiter. Wir sehen uns. Ja, wackelt sehr. Hier habe ich den Kaffee drin. Das ist Glas, weniger Mikroplastik. Finde ich ganz gut. Immer noch keine Menschenseele hier. Seht ihr mich überhaupt? Nee. Woher kommt's? Fällt mir etwas ein, was ich euch noch nicht gezeigt habe. In einem anderen Video, als ich hier zuerst gedreht hatte, hatte ich es mit aufgenommen. Aber hier gibt es auch eine schöne, coole, kleine Eisentreppe. Oder so ein, naja, Treppe, Gitter, Weg, nennt wie ihr es wollt. Jetzt im Bild. Führt durch so eine Schlucht. Ganz spannend. Falls ein bisschen klimpert, ich habe ja einen Regenschirm heute mit, nur zur Sicherheit. Eigentlich sollte es ja nicht regnen, aber ui, 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 die Stufen hier, Leute. Naja, wie gesagt, heute ein bisschen Freestyle. So sieht das hier aus. Jop. Ich möchte bloß nicht so weit weg von meinem ganzen Kram. Hier ist auch ein schöner Ausblick. Da drüben, ungefähr jetzt Bildmitte, das ist die Bastei. Es ist einfach immer wieder malerisch, diese Landschaft hier. Also, ich kann verstehen, dass jemand, der hier wohnt oder lebt, sich hier nicht
niemals satt sehen kann, wahrscheinlich. Wie vermutlich auch André. Der kann sich wahrscheinlich auch nicht satt sehen. Hört ihr das? Da. Da. Rieche. Ach Mensch, sehr schnell. Okay. Zack. Geht übrigens tief runter. Nee, ich hab nichts bei. Brauchst nicht hier rumpiepen. Hab nichts dabei. Hui. Dann will ich mal wieder zurück zu meinem Equipment. Hui. Huch, nicht, dass doch noch jemand kommt. Nein, jetzt bin ich auf die Matte getreten. Egal, kriegen wir wieder sauber. Oh, diese Stufen, die können sie nicht noch kürzer machen. Na gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns eventuell gleich wieder. Da hinten, mal gucken, kriege ich ein Bild, kriege ich ins Bild, da will ich auch noch hin. Noch ein bisschen mehr Ausblick genießen. Jetzt aber bis gleich, wir sehen uns dort wieder. Da geht es weiter. Ist noch ein ganzes Stück. Zack. Und dort drüben, jetzt Bild mit ungefähr, da ist die Bastei. Wir haben jetzt 11 Uhr. Nicht 11 Uhr, 10.40 Uhr und bisher noch nicht keine Menschenseele gesehen. Ich bin hier völlig alleine, mitten in der Woche hier zu sein, lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich noch öfter ein paar Vorlesungen Ausfall habe. Also, naja, es müssen jetzt nicht so viele ausfallen, man muss ja auch noch irgendwie was erfahren können. Aber es ist super. Also, ich kann nicht klagen. Ich habe hier Ruhe, kein Geplärre, kein Schreien. Aber eine kleine Sache stört mich dann doch ein bisschen. Und zwar, mal die andere Seite. Man sieht hier doch zwischen den Felsspalten allerhand Kram rumliegen. Also, was heißt Kram? Müll. Hier haben sie anscheinend auch tatsächlich mit Feuerwerkskörpern und Raketen gearbeitet. Also hier liegen überall so verbrannte Stücken rum. Ich glaube nicht, dass sie von den Ortschaften hierher geflogen sind. Aber kann natürlich auch sein. Ich halte es aber irgendwie für unwahrscheinlich. Ich denke mal, einige werden das genutzt haben, wenn man hier schon sowas vor der Haustür hat, dass man dann auch hier oben ordentlich ballert.
Schade. So sieht es dann halt entsprechend aus. Und der Wind trägt das halt in jede Felsspalte. Na gut. Wir gehen weiter. Dort, hinter mir, in diese Richtung. Wir sehen uns gleich wieder.